Hallo, liebe Börsenfreunde, mein Name ist Christian Schlegel. Salve a tutti. Es ist Freitagabend, wir haben den 8. Mai und es ist rund 20 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Vor euch ist der DAX eine Kerze, ein Tag. Was ein bisschen auffällig ist auf den ersten Blick, ich habe also gleich wieder die Fibos reingezogen. Ich mache die sogar mal ein bisschen dicker, dass man die schöner sehen kann. Das ist die gesamte Strecke. Ich fange jetzt einfach mal mit den Fibos an. Und wir haben sogar, nicht in dieser Woche, aber in der vorangegangenen Woche, sind wir über dieses 50er-Retracement gegangen. Der Dow, das nur mal nebenbei bemerkt, war sogar schon ziemlich punktgenau bei seinem 61,8er. Das war 24.292. So, dann fahren wir wieder runter auf die 20-Tage-Linie. Haben Sie nicht mit Schlusskurs unterboten. Das ist immer eine schöne Unterstützung. Die Mitte der Bänder, 20-Tage-Linie, gleitender Durchschnitt, SMA. So, und dann sind wir heute wieder davon ein bisschen nach oben gebröselt und spielen wieder. Bei 11.018 liegt dieses 50er-Retracement, sind wir schon relativ kurz davor. Naja, also im Moment handeln wir bei 10.880. Wirecard hat gerade eben bekannt gegeben, dass sie was im Vorstand ein bisschen ändern werden. Also es ist nachbörslich, ist hier alles richtet sich auf Wirecard. Gut, machen wir weiter. Die Bänder. Jetzt muss ich die Fibos leider mal rausnehmen. Schlupp. Die Bänder sind schon wieder sehr eng. Das sind gerade mal 950 Punkte sowas. Ja, das ist schon wieder das gleiche Niveau wie hier oben. Das heißt, das ist alles hier, diese fette, fette Bandbreite ist schon wieder komplett nach unten gegangen oder hat sich reduziert. Wir haben hier eine Seitwärtsbewegung seit dem 7.4. und wir gehen hier rein. Da haben wir auch die 20-Tage-Linie nicht mehr unterboten. Das ist neutral. Der Markt ist in einem, wie ich das immer nenne, Chill-Modus. Der bereitet aber irgendwas ganz Schmutziges vor. Das kann er. Ja, ich bin der Meinung, wenn wir hier drüber gehen, das sind also die 11.100 oder drunter gehen, unter die 10.000, jetzt hätte ich doch mal das Fadenkreuz drin lassen sollen, hier in dem Bereich 10.338, Entschuldigung, 10.238, dann bekommen wir vom Chart her eine Richtung vorgegeben. Aber vorher nicht. Das MACD ist völlig neutral. Die Stochastik ist völlig neutral, keinerlei Signale. Also ich warte, bis wir hier diesen Bereich von, ich habe eben gesagt 11.100, so wie falsch, das sind 11.236, bis wir den überbieten mit Schlusskurs. Oder den hier unten drunter, das hier unterbieten, das ist das Low bei 10.238, dann nach unten. Vorher habe ich kein griffiges Signal, das ist zu wenig momentan. Ich habe euch Scheine mitgebracht für beide Fälle. Wenn wir also das obere Limit rausnehmen, bietet sich sowas hier an. Das ist ein Call mit der Basis 10.205, 16er Hebel von Goldman Sachs, die GC2ZHS. Und dann haben wir nochmal den Put. Da gehe ich jetzt auch mal so in den Bereich vom 16er Hebel. Den muss ich nicht viel weiter hier drüber setzen. Muss ich nicht, ja. Denn irgendwo hier in diesem Bereich rein, ne, komm her, Short. Daten werden geladen. 10.500, das wäre sogar schon ein bisschen weit. Doch, aber das kann ich machen. Das ist ein 10.566er Put mit der Kennnummer CH0SHQ. CH0SHQ. Und dieser Put, den muss ich allerdings dann schon stoppen, wenn wir hier mal so 50 Punkte drüber sind. Und da war das High bei 11.236, also sprich bei 11.286. Da muss ich den stoppen. Aber der Schein an sich gefällt mir, ist im Moment ein 16er Hebel. Hey Leute, ich wünsche euch was. Ihr dürft auch alle schon mal wieder ein bisschen rausgehen. Hoffentlich wird keiner mehr krank. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.